meine Lieben, ich wollte mal wieder ein Simplex-Update geben. Jetzt muss ich langsamer sein. Denn die sind hier alle gerade vorne und ihr seht da gerade die erwachsenen Tiere und hier sind überall die Babys. Und ich wollte natürlich, hier ist übrigens ein Weibchen, ich wollte nochmal ein Update geben. Guck mal, die kleinen Jungtiere, die entwickeln sich prächtig. Schaut mal, da sieht man schon, dass es ein Männchen wird. Die entwickeln sich so gut, dass ich die ja schon abgebe. Und auch das Becken entwickelt sich sehr gut. Ist zwar mit Algen befallen, ne, aber das stört die Tiere gar nicht. Ich habe schon das meiste rausgefischt. Ich habe leider das Problem in zwei Becken, dass immer wieder Algen kommen. Sonst ist immer alles gleich. Das Licht ist gleich. Das Licht ist auch mal aus, lange Zeit. Also, naja, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, ne? Aber hier die Tiere entwickelt sich prächtig hoch. Die kriegen forstlebend, Flockenfutter, spezielles. Und ja, der ist jetzt gerade an der Scheibe. Bin ich jetzt. Nein. Aber ihr seht es ja, ne? Hier ist übrigens noch ein Baby-Wels drin. Weil ich die nicht alle in einem Becken halten kann, bis sie groß genug sind zum Abgeben. Die gebe ich auch demnächst ab. Das ist auch ein bisschen größerer. Die sind Oktober 2018 geschlüpft. Und schaut euch mal diese ganzen Augen an, die warten ganz gespannt aufs Essen. Und das ist so lustig anzusehen, oder? Das ist übrigens das Weibchen. Das Weibchen ist immer größer als das Männchen und natürlich farblos, aber die Augen. Schaut euch mal diese Augen an. Ist das nicht toll? Wenn ich mal nicht so wackeln würde, ne? Da sind die, ist ein Jungspund. Guck mal, die haben sich auch ein bisschen gerauft. Nee, das sah nur so aus. Aber hier geht es natürlich richtig zur Sache und ich muss dann demnächst wahrscheinlich trennen. Aber das ist ja ein Bild für die Götter hier, oder? Wie die gucken. Das ist übrigens das Becken. Und ich habe das ja in so ein L angeordnet. Da hinten liegen ganz getrocknete Walnussblätter. Und ich wechsle immer mit den Lichtern, weil meine eine Lichtleiste kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, was für eine ich neu bestellen soll, weil die haben wirklich gerade mal ein Jahr gehalten. Und ja, ich gebe es ja zu, es gibt Lampen, die sind so richtig teuer und da habe ich ein bisschen zu hadern mit mir. Aber echt tolle Tiere, oder? Also mal ein kurzes Update. Ein ganz kurzes wirklich. Wenn ich jetzt mal hier vorsichtig. Ja. Die sind sehr schreckhaft, deswegen mache ich es auch relativ dunkel, dass jetzt die nächsten 2 Tage mal wieder so hell, weil die Pflanzen brauchen ja auch ein bisschen Licht. Aber das Becken gefällt mir so sehr. Es ist ein bisschen verwildert. Es hat aber auch noch so ein paar Scape. Naja, würde ich jetzt. Ja gut, vielleicht kein Scape richtig, aber ja, es hat so eine Struktur. Es hat so einen hellen Frontbereich und da hinten ist die Pumpe übrigens. Das Pflanzenteil, was da oben hängt, von der Anubia, ist weggeschwommen. Das ist eigentlich da unten, dort. Aber ich liebe diese Becken, obwohl ich mir manchmal jetzt sogar ein hohes Becken wünsche, weil es ja doch ein bisschen schlecht zu beobachten ist und man kommt mit den Pflanzen sehr schnell an eine Grenze. Die muss ich sehr oft schneiden und selbst die Bodendecker da unten wirken extrem hoch, obwohl sie nicht hoch sind. Also ich kann ja mal meine Hand vorsichtig dran halten. Da seht ihr, wie niedrig das ist. Genau. Ja, aber ich wollte euch mal ein kleines Update zeigen und ja, wer sich für solche Tiere interessiert, die gebe ich sehr günstig ab in Gruppen. Schreibt mich dazu einfach auf Facebook oder über meine Webseite an. Ich wünsche euch noch was. Tschüss!